Herzlich willkommen hier bei Kamelander ganzheitlich gesund. Ich möchte heute nochmals ein paar Worte zur Ernährung sagen. Und zwar aufbauend auf das Video, wir fressen uns zu Tode. Und wir sehen das tatsächlich ganz häufig in der Praxis. Frau Dr. Julia Napolitano steht hinter der Kamera, sie kommt auch gleich ins Bild und erzählt hier auch nochmals ein Patientenbeispiel. Das Problem ist bei vielen Patienten, was wir eben wirklich tagtäglich sehen, dass die Menschen sich jahrelang, jahrzehntelang falsch ernährt haben, viel zu wenig Bewegung hatten, einen schlechten Schlaf und jetzt kommen noch die ganzen toxischen Belastungen dazu in der Ernährung, im Leitungswasser, auch in der Luft, ne? In den Böden und die anderen toxischen Belastungen, wie zum Beispiel WLAN, Handy, 4G, 5G-Strahlung, Bluetooth-Strahlung, dieses toxische Licht aus dem Handy und auch dieses blaue Licht, in dem ich jetzt auch gerade sitze am Abend. Na, es ist nämlich jetzt gerade abends und das tut uns auch nicht gut, da sollten wir eine Blaulichtschutzbrille aufsetzen. Dann, wie gesagt, ein schlechter Schlaf. Da kommen auch noch Videos hier auf YouTube über den Schlaf. Also das ist einfach nichts. So funktioniert es nicht. Und die Leute haben häufig von den Grundkenntnissen der Ernährung überhaupt keine Ahnung. Die meisten wissen ja nicht mal den Unterschied zwischen Kohlenhydraten und Kilokalorien oder Gluten und Glutamin. So, jetzt möchte ich mal die Frau Dr. Julia Napolitano begrüßen. Hallo Julia. Hallo Karl. Sie arbeitet ja hier in der Praxis mit und hat heute auch den ganzen Tag Patienten behandelt. Und ich lasse dich mal zu Wort kommen zu diesem Thema. Ja, ja. Also ungesunde Ernährung hatte ich heute mal wieder ein klassisches Beispiel. Eine relativ junge Frau noch, um die 40, kämpft sich irgendwie seit der Jugend ab mit den Kilos. Ist jetzt nicht irgendwie wirklich dick gewesen, aber so, man würde es vielleicht pummelig nennen, aber sie kämpft. Sie hat schon x Diäten hinter sich, alles Mögliche ausprobiert und kommt einfach nicht weiter. Und dann habe ich schon in ihrem Ernährungsbogen gesehen, okay, sehr kohlenhydratlastig. Sie versucht, vegetarisch, vegan zu leben. Das ist ja jetzt mal grundsätzlich nichts Schlechtes. Aber als sie dann heute da war, habe ich mit ihr gesprochen und letzten Endes ist es so, dass sie über die Jahrzehnte eine massive Angst vor Fett entwickelt hat, was uns ja auch von der Industrie so eingeprügelt wurde. Also Fett in der Nahrung. Fett in der Nahrung, genau, nicht Fett sein, sondern Fett in der Nahrung. Also auch die Geschichte vom Cholesterin und die Geschichte, dass man nur ungesättigte Fette essen sollte etc. pp. Und am besten gar nicht, also am besten diese Margarine, die aus weiß der Kuckuck was hergestellt wird, aber aus nichts, was irgendwie gesund ist. Die hatte sonst gar nicht, die war gar nicht so krank, aber sie hat mit den Kilos gekämpft und dann hat ihr jetzt, die wird jetzt glaube ich 40, dann war sie bei so einem allgemeinen Check beim Hausarzt und er sagte, die Leber. Um Gottes Willen die Leberwerte. Und ich sage so, ja, ist logisch. Sie haben eine Fettleber. Ja, sieht man an den Leberwerten, leicht erhöht. Die Triglyceride, also ein Teil der Blutfette erhöht. Das Cholesterin erhöht, obwohl sie doch gar keins isst. Und dann habe ich ihr erstmal die Grundlagen erklärt. Also Fett wird man nicht von Fett. Fett wird man von Kohlenhydraten. Es sei denn, man verbrennt sie. Das heißt, wenn ich Sport betreibe, wenn ich mich bewege, dann kann ich auch einen großen Teller Pasta futtern mit ein bisschen Gemüse obendrauf, damit es nicht ganz so ungesund ist. Aber wenn ich eben den ganzen Tag, und es geht uns ja auch so, am Schreibtisch sitze, nicht viel Zeit habe, mich zu bewegen und mir dann eine Riesenportion Kohlenhydrate reinhaue, dann merkt unser Körper, oh, da kommt ganz viel Zucker, weil was anderes sind Kohlenhydrate nicht, schüttet das Insulin aus, das Insulin schafft es zwar, diese Kohlenhydrate runterzubringen, aber da bleibt immer noch Insulin übrig, weil dann so viel doch nicht verbraucht wird, weil es dann eben auch noch diese, naja, sage ich mal, vielleicht kam der Nachtisch noch dazu, noch ein bisschen mehr Zucker. Und da die Kohlenhydrate nicht verbrannt werden, muss das Insulin das irgendwo hinschaffen. Und wo schafft es hin? Es macht Fett draus. Und dieses Fett wird unter anderem in unserer Leber abgelagert und so entsteht eine Fettleber, die aber nicht deshalb entsteht, weil wir gesunde Fette gegessen hätten, sondern weil wir Kohlenhydrate futtern.
Und damit futtern wir uns zu Tode, denn die in den 60er Jahren aufgebrachte Lüge, dass Kohlenhydrate gesund sind, und die Zuckerlobby hat da ihre Finger gut dabei gehabt. Das kann man heute alles schön nachlesen, das ist alles dokumentiert. Die hat den Leuten Angst gemacht vor Fett. Dann natürlich Fleisch ist ja auch so eine Sache. Proteine, Fleisch an sich, wenn es so gegessen werden würde wie vor 100 oder 200 Jahren, wäre gar kein Problem. Dann müsste man nicht vegan leben. Ja, dann hätte man ab und an mal ein hervorragendes Stück naturgefütterten Tieres. Das ist okay. Ja, davon kann man leben. Und wenn man mal ein Ei isst von einem glücklichen Huhn, wie vor 200 Jahren, das gab es ab und zu, dann ist das okay. Aber nicht in der Kombination, die Karl gerade eben aufgezeigt hat. Und so sind dann auch zum Teil dünne Leute, haben eine Fettleber. Das ist auch ganz brutal. Und ja, also der musste ich tatsächlich das erstmal erklären. Und die ist in Tränen ausgebrochen, weil sie gesagt hat, ihr ganzes Bild bricht zusammen. Sie weiß gar nicht mehr, was sie essen soll. Und so geht es vielen Leuten. Das sehen wir häufig, genau. Und das darf ich jetzt auch nochmal sagen, gerade mit der Cholesterinlüge, da gibt es auch die Monika-Studie, kann man nachlesen. Das ist ja auch eine Lüge, die da gemacht wurde, genauso mit den Fetten damals. Das hat halt die Nahrungsmittelindustrie schön getriggert, möchte man mal sagen. Ja, und mit diesem ektopen oder viszeralen Fettgewebe, nicht nur die Leber verfettet, auch die Bauchspeicheldrüse, die Nieren, der Darm, und ja, sogar die Muskulatur, ne? Das ist das, was wir auch bei den schlanken Leuten eben nicht sehen. Das ist ja, wir leben in einer Epidemie der Fettleber. Ne? Oder ja. Fettlebern, ich weiß nicht, wie man es in der Mehrzahl ausspricht. Also denkt mal bitte drüber nach, über eure Ernährung. Wir fressen uns zu Tode, das hat schon Hand und Fuß. Und mit dieser Kohlenhydratmast, ne? Und natürlich auch mit diesen vielen, zu viel an proentzündlichen Fetten, die in der ganzen Nahrung drin sind. Die sind vor allem in den Fertigprodukten drin. Ja. Das ganze Sonnenblumenöl, man findet ja eigentlich nichts, wo nicht Sonnenblumen oder Rapsöl in irgendeiner Art drin ist. Palmöl, genau, wenn das ist einfach nicht gesund. Und auch die Story von ungesättigt ist besser wie gesättigt, da könnte man auch eine ganze Stunde drüber reden. Das stimmt so eben nicht generell. Wir brauchen von jedem etwas. Aber was wir nicht brauchen in den Mengen, ist definitiv Kohlenhydrate. Es sei denn, ihr seid Ultrasportler. Genau, dann ist es okay. Ihr könnt Triathlon machen und genau. Dann dürft ihr das essen. Aber so geht es halt nicht. Und sogar ein Bodybuilder, wir haben es ja auch hier auf YouTube mit Christoph Metz mehrere Interviews gemacht. Wenn die in der Aufbauphase sind, dann essen die vermehrt Kohlenhydrate, Fette und Proteine, und dann werden die auch dicker. Ne? Die möchten wir gar nicht sehen, wenn sie in der Aufbauphase sind. Und dann müssen die sich wieder streng kohlenhydratarm ernähren, um das Fett wieder zu verlieren. Die machen halt dann, die tun ihren Körper so ein bisschen überlasten, aber sei es drum, es funktioniert jedenfalls, wenn man sich kohlenhydratarm ernährt oder Kohlenhydrat reduziert. Ne? Einfach einen gesunden Weg hier gehen. Ja. Komplexes Thema, eigentlich ganz einfach, wenn man es so machen würde wie vor 150 Jahren, aber funktioniert nicht mehr. Deshalb schaut es euch an, lest mal ein bisschen was dazu, zu den Kohlenhydraten und zu den Fetten und zu den Proteinen vor allem auch, und mäßigt euch in gewissen Bereichen. Ja, Ordnungstherapie, auch ein bisschen Bewegung bitte und auf einen gesunden Schlaf achten. Wir bringen hier noch Videos über einen gesunden Schlaf. Da sind wir nämlich gerade in unserer Akademie dabei. In diesem Monat ist Schlaf, Regeneration und Energie das Hauptthema. Hat Julia super Beiträge gebracht. Auch ich habe schöne Beiträge gebracht und wir bringen noch welche in diesem Monat. Und da möchten wir nochmals darauf hinweisen, auf unsere Akademie, wo wir wirklich sehr viel Content reinbringen und immer diese Monatsthemen haben über ein Jahr. Und da kann man jederzeit einsteigen. Na, jederzeit, jeden Monat kann man einsteigen in die Akademie. Und wir haben eine schöne Community. Julia gehört zum ganz festen Akademie-Team, zum inneren Kreis dazu. Und ja, wir haben auch Live-Zooms, also jetzt geht es auch nochmals, haben wir nächste Woche eins, und übernächste Woche haben wir auch nochmal eins über Post-Covid und so weiter, was da noch alles dazu gehört, ne, was wir hier auf YouTube gar nicht so erzählen möchten. Und ja, spannende Geschichte. Und es geht immer wieder um die Ernährung. Ernährung, Ernährung. Ja, ganz klar. Und die Leute, die sich dann halten in unserer Praxis, die ich schon seit vielen Jahren kenne,
denen geht es gut. Ja, merkt man ja auch selber. Ja. Also ich habe auch Phasen, wo ich es besser oder schlechter hinkriege. Und ich kann das ganz klar an meinem Wohlbefinden ablesen. Ja gut, man sieht es der Julia auch an, sie ist schlank. Über mich rede ich jetzt nicht, aber ich bin es auch. Und also, das war jetzt noch mal ein bisschen so hier eine Motivation, eine Bewusstseinserweiterung für euch, möchte ich mal sagen. Und wer es schon weiß, super, klasse, mach weiter so. Wer es noch nicht weiß, hier tritt in den Hintern bitte. Also, das ist die Grundlage. Ja. Damit fängt es an. Gut, dann gebe ich dir das Mikro und dann schalte ich ab. Dann dürft ihr noch kurz, sagt Julia, noch ein Abschlusswort. Ein Abschlusswort, genau. Dann, wir lassen jetzt unser Abendessen schmecken. Mal schauen, wie gesund es wird. Und habt einen schönen Abend und alles Gute und viel Gesundheit für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.